In den unsichtbaren Bereichen unserer Existenz, wo der Schleier zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten dünner wird, liegt die Macht unserer Gedanken, eine Kraft, die so mächtig und doch so ungreifbar ist. Willkommen im mysteriöses Zentrum, dem Heiligtum des Unsichtbaren, Unerhörten und Unerforschten. Heute begeben wir uns auf eine Reise jenseits des Physischen, in die ätherischen Felder, wo die Gedanken nicht nur ein Abbild unseres Bewusstseins sind, sondern die Architekten unserer Realität. Hier, in diesem Bereich von Energie und Schwingung, entdecken wir die uralte Weisheit, dass unsere Gedanken, die in unsichtbaren Frequenzen schwingen, die Macht haben, unsere Welt zu formen, unsere tiefsten Wünsche anzuziehen und das Leben zu manifestieren, von dem wir träumen. Aber wie können diese ätherischen Flüstern unseres Geistes die Grenzen des Unsichtbaren überschreiten und greifbar werden? Wie weben Emotionen und Überzeugungen, die stillen Begleiter unserer Gedanken, das Gewebe unserer Realität? Tauchen Sie mit uns ein in die mystischen Gesetze des Universums, in die Kunst der Manifestation und in die Alchemie des Geistes. Lassen Sie uns das Geheimnis lüften, wie das, was wir denken, zu unserer Realität wird. Dies ist nicht nur eine Entdeckungsreise, es ist eine Einladung, Ihr Leben von innen heraus zu verändern. Willkommen im mysteriöses Zentrum, hier beginnt die Reise ins Mystische. Innerhalb des unsichtbaren Gewebes unserer Existenz kräuseln sich Gedanken durch den Äther, eine stille und doch mächtige Kraft. Stellen Sie sich, wenn Sie wollen, ein Reich vor, in dem jeder Gedanke ein Energiefunke ist, der durch eine Dimension tanzt, die weit von der greifbaren Welt entfernt ist. Dies ist die Domäne der ätherischen Felder, unsichtbare Landschaften, die von der Bewegung unserer inneren Gedanken belebt werden, jeder Gedanke ein Leuchtfeuer, das mit seiner eigenen einzigartigen Schwingung pulsiert. Diese Schwingungen sind keine bloßen Echos in der Leere, sie sind mächtige Kräfte, die in der Lage sind, die Struktur unserer Realität zu beeinflussen. Ein Gedanke kann, je nach seiner Frequenz, ein ganzes Spektrum von Emotionen hervorrufen, die alle in unserem emotionalen, physischen und energetischen Wesen widerhallen. Stellen Sie sich einen Gedanken vor, der von Feindseligkeit geprägt ist, wie er sich verdunkelt, mit einer niedrigen Frequenz schwingt und durch seine Energie unsere Erfahrungen in Richtung Zwietracht und Dissonanz prägt. Im Gegensatz dazu leuchtet ein Gedanke, der aus der Liebe geboren wurde, in einer hohen Frequenz, die eine Symphonie von Vitalität, Vertrauen und Gelassenheit ist und unseren Weg mit dem Licht der Positivität erhält. Hier kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel, ein uralter Grundsatz, der besagt, dass das Universum eine Leinwand ist und unsere Gedanken und Handlungen die Pinsel, mit denen wir unser Schicksal malen. Diese kosmische Kunstfertigkeit erfordert jedoch mehr als die bloße Kontemplation unserer Wünsche. Das Universum spricht eine Sprache der Absicht und des Handelns. Um unsere tiefsten Sehnsüchte zu manifestieren, müssen wir uns nicht nur etwas vorstellen, sondern auch handeln und unsere Wünsche mit bewussten und zielgerichteten Strichen in das Gewebe der Realität einweben. Dieser mystische Tanz aus Gedanken, Gefühlen und Handlungen lädt uns in eine Welt ein, in der die Grenzen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren verschwimmen und in der die Macht, unser Leben zu gestalten, in den Schwingungen unserer eigenen Gedanken verborgen liegt. Während wir durch diese ätherische Landschaft navigieren, werden wir zu Architekten unseres Schicksals und gestalten unsere Zukunft mit der Energie unserer Absichten. In den unsichtbaren Bereichen, in denen Gedanken das Gewebe der Existenz weben, beginnt in dem Moment, in dem ein Gedanke geboren wird, seine Reise von der feinstofflichen Welt zur greifbaren Welt. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder Wunsch, jedes Geflüster des geistigen Auges, bereits in einer Unzahl von Möglichkeiten existiert, unsichtbar und doch allgegenwärtig, und auf den Moment wartet, den Schleier zur Realität zu durchqueren. Diese Reise eines Gedankens, von seiner Entstehung bis zu seiner physischen Manifestation, ist ein Tanz der Energie, ein Abstieg durch die Schichten der Schwingungsexistenz. Wie ein Samenkorn, das durch die Wolken herabsteigt, um seinen Platz in der Erde zu finden, muss ein Gedanke seine Frequenz anpassen, sich in immer dichtere Energie kleiden, durch das Ätherische, das Astrale, navigieren, bis er sich im physischen Bereich verankert.
Diese Transformation, die durch das Gesetz der Anziehung gesteuert wird, ist ein Beweis für die Macht der Absicht und eine Erinnerung daran, dass unsere innersten Wünsche nur eine Frequenzanpassung von der Realität entfernt sind. Die Brücke zwischen Gedanken und Realität wird durch die Sinfonie der elektrischen Aktivität unseres Gehirns noch deutlicher. Wenn unsere Gedanken Emotionen wecken, erzeugen sie ein magnetisches Feld, eine Resonanz mit der Frequenz unserer Wünsche. Dieses Feld ist nicht nur ein Spiegelbild unserer Befindlichkeit, sondern ein Leuchtfeuer, das unsere Träume näher an die Küste der Realität zieht. Wenn wir lebhafter von einer gewünschten Realität träumen, ist das ein Zeichen, ein Flüstern des Universums, dass unsere Gedanken an Masse gewinnen, sich verdichten und der Verwirklichung immer näher kommen. Auf dieser mystischen Reise werden wir daran erinnert, dass unsere Realität nur ein Spiegelbild unserer inneren Welt ist, eine Manifestation unserer Gedanken und Wünsche. Während wir durch das Unsichtbare navigieren, sollten wir auf die Schwingungen achten, die wir aussenden, denn sie sind die Architekten unseres Schicksals, die das Unsichtbare ins Sichtbare formen und unsere Träume aus den Schatten der Gedanken ins Licht der Existenz führen. Im komplizierten Tanz der Schöpfung, in dem die Gedanken versuchen, sich in das Materielle zu kleiden, ist eine wichtige Zutat für ihre Reise vom Ätherischen zum Greifbaren erforderlich. Die Alchemie der Gefühle und des Glaubens. Stellen Sie sich einen Gedanken als ein Samenkorn vor, das vor Potenzial strotzt und doch träge ist. Ohne das nährende Wasser des Gefühls verdorrt dieses Samenkorn, unfähig, Wurzeln zu schlagen und in der Realität zu gedeihen. Das Gefühl haucht dem Gedanken Leben ein und verleiht ihm die nötige Lebendigkeit, um die Komplexität der Manifestation zu bewältigen. Der Glaube wirkt in diesem mystischen Prozess wie ein Leuchtfeuer, das den Weg zu unendlichen Möglichkeiten erhält. Er ist der Funke, der die Kraft der Wunder entzündet, eine Erinnerung an unsere göttliche Natur und unsere Verbundenheit mit dem Universum. Wir sind keine bloßen Beobachter in diesem kosmischen Spiel. Wir sind das Universum, das sich selbst ausdrückt, eine direkte Erweiterung des göttlichen Bewusstseins. Wenn wir diese Einheit erkennen, öffnen wir die Tür zur grenzenlosen Schöpfung, in der jeder Gedanke, angetrieben durch den Glauben, das Potenzial hat, unsere Realität umzugestalten. Die Reise zur Manifestation erfordert jedoch einen Wechsel der Perspektive, eine Hingabe an den Fluss des Universums. Das Streben nach Wünschen kann, wenn es mit Verzweiflung oder Kampf verbunden ist, ungewollt das, was wir suchen, zurückdrängen und eine Barriere schaffen, die verhindert, dass sich unsere geistigen Schöpfungen materialisieren. Die Weisheit der Zeitalter rät zu einer anderen Herangehensweise, so zu leben, als ob unsere Wünsche bereits erfüllt wären, indem wir genau die Gefühle verkörpern, die mit unseren Träumen verbunden sind. Indem wir so leben, als ob unsere Wünsche bereits erfüllt wären, verkörpern wir genau die Emotionen, die mit unseren Träumen verbunden sind. Dieser Akt, in Übereinstimmung mit unseren Wünschen zu leben, bereitet die Bühne für die Magie des Universums, die es uns ermöglicht, unsere Ziele mühelos und anmutig zu verwirklichen. Wenn wir uns diese Philosophie zu eigen machen, betreten wir ein Reich der Magie und des Potenzials, in dem die Grenzen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren verschwimmen und in dem unsere tiefsten Träume nicht nur Möglichkeiten sind, sondern unausweichlich darauf warten, verwirklicht zu werden. Lassen Sie uns mit Vertrauen reisen, angetrieben von Emotionen und Glauben, und beobachten Sie, wie das Universum sich verschwört, um unsere Visionen ins Leben zu rufen. Stellen Sie sich Ihre Wünsche als bereits erfüllt vor, als eine Realität, die in das Gewebe Ihrer Existenz eingewoben ist. Dieser Akt der Visualisierung ist keine bloße Tagträumerei, sondern eine kraftvolle Beschwörung des Lebens, das Sie zu führen wünschen. Tauchen Sie in diese erschaffene Realität ein und spüren Sie die Freude, den Frieden und den Überfluss, als wären Sie Ihre derzeitigen Begleiter. Das ist die Kunst der Manifestation, bei der Sie die Essenz Ihrer Wünsche in sich lebendig halten und das Universum auf Ihren Willen ausrichten, um sicherzustellen, dass Ihnen alles zu seinem göttlichen Zeitpunkt und grenzenlos zuteil wird. Die Landschaft unserer inneren Welt wird durch die Natur unserer Gedanken geformt. Ein Bereich, in dem sich die Emotionen wie die Gezeiten verändern,
beeinflusst durch das Flüstern und Brüllen unserer mentalen Dialoge. Um einen Garten der Freude und des Wohlbefindens zu kultivieren, pflanzen Sie Samen der positiven Visualisierung und nähren Sie sie mit dem Wasser der Liebe und Zufriedenheit. Beobachten Sie, wie sich Ihre innere Landschaft verwandelt und mit den Blumen Ihrer Wünsche erblüht, ein Beweis für die Kraft der konzentrierten Absicht. Mögen die Erkenntnisse, die wir zum Abschluss dieser Reise der Erleuchtung gewonnen haben, als Leitsterne dienen, die Sie zu einem Leben führen, in dem sich Träume nicht als ferne Wünsche, sondern als Widerspiegelung Ihrer innersten Wahrheiten manifestieren. Haltet fest an der Vision dessen, was ihr sucht, und nährt sie mit der Reinheit eurer Absicht und der Kraft eures Glaubens. Denn im großen Plan des Kosmos sind sie sowohl der Schöpfer als auch die Schöpfung, ein wichtiges Teil des unendlichen Puzzles. Mögen sie in den ruhigen Momenten des Nachdenkens den Mut finden, die begrenzenden Überzeugungen, die sie binden, loszulassen und stattdessen das grenzenlose Potenzial, das in ihnen schlummert, anzunehmen. Und mögest du dabei entdecken, dass das wahre Wunder nicht in der Manifestation deiner Wünsche liegt, sondern in der Verwirklichung deines Einsseins mit allem, was ist. Danke, dass ihr diese Reise in die Geheimnisse des Universums mit uns geteilt habt. Möge der vor uns liegende Weg vom Licht der Weisheit, der Liebe und der grenzenlosen Möglichkeiten erleuchtet sein. Bis wir uns wiedersehen, tragt das Licht dieses Wissens weiter und lasst es euch zu eurer höchsten Bestimmung führen.